Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute folgt Teil 2 vom Hochbeet, denn wir bauen das Dach. Und in der Zwischenzeit pflanze ich das Ganze ein, wenn ihr euch schaut, wie ich das Dach baue. Und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an Plattenzuschnitt 24. Die haben mir nämlich die Acrylglasplatten zur Verfügung gestellt. Hier könnt ihr das schöne Dach sehen. Ja, wie ihr das baut, das zeige ich euch heute in diesem Video. Ups, ich stelle euch mal kurz ab. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, wie immer, nach dem Intro geht's los. So, meine kleinen Freunde, was seid ihr eigentlich hier? So, und das Ganze machen wir bei mir in der Werkstatt, denn draußen regnet es. Wir wollen ja nicht nass werden. So, als Grundgerüst bzw. das ganze Dach soll ja abnehmbar sein für dieses Hochbeet. Und erstmal habe ich mir überlegt, nehmen wir eine Verschalung oder einen Rahmen, den wir uns bauen. Den sehen wir gleich zu. Und dieser Rahmen wird nachher auf das Hochbeet dann draufgestellt. Quasi durch diese Aluminiumwinkel, die überstehen, kann das Ganze nicht nochmal nach links oder rechts rücken. Und heute machen wir was ganz, ganz Einfaches. Und zwar, es wird einfach nur geschraubt. Und zum Schrauben verwende ich den Undercover Jig. Das Schöne jetzt hierbei ist, dass wir nachher die Schraubenlöcher nicht mehr sehen. Das Ganze ist wirklich ganz, ganz einfach. Ich habe das schon ganz, ganz oft in meinen Videos gezeigt. Thema Schreibtische und so weiter und so fort. Das Ganze eingestellt, Bohrer eingespannt, Tiefenstopp. Und dann bohren wir im Grunde ein schräges Loch ins Material rein, eine Taschenmulde, eine Mulde. Was am wichtigsten hierbei ist, wenn ihr sowas durchführt, dass natürlich der Bohrer immer scharf sein sollte. Das ist jetzt die Grundkonstruktion und wenn wir das verschraubt haben, kümmern wir uns um die Pfosten. Ich habe mir überlegt, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfosten hier einbringen werden. Und für die Pfosten habe ich mich für Dachlatten entschieden. Ich hatte anfangs überlegt, ob ich wirklich große nehme, 50x50, aber die sind jetzt hier 44x24 oder 22 und das müsste genügen, weil wenn wir jetzt die Pfosten zu kräftig auswählen, wird das Ganze nachher zu massiv und das sieht dann einfach nicht mehr ja, aus wie so ein Dach, sondern ich weiß es nicht, das nimmt auch viel Licht weg und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und da nehmen wir jetzt erstmal, ich würde sagen, schneiden wir uns 6 Stück zu. Von der Länge, das Ganze wird ja nochmal schräg angeschnitten und ich würde sagen, wir schneiden die jetzt erstmal alle in eine Höhe von 35 zu. Und wenn ihr beim Zuschnitt zum Beispiel seht, dass ihr ein Stück abgeschnitten habt und da ist ein großer Ast drin, dann würde ich das gleich wegschneiden, weil wenn ihr dann später hier ein, zwei Schrauben reinschrauben wollt, kann es dadurch sein, dass das Ganze dann aufplatzt. Deswegen schneidet sowas gleich von vornherein weg. Deswegen berechnet man in der Regel immer eine oder zwei Latten mehr, die dann einfach als Verschnitt dienen. Jetzt haben wir insgesamt 6 Stück hier uns zugeschnitten. Ich habe die jetzt oben, da habe ich nochmal eine Schräge angeschnitten von 31,5 Grad. Wenn wir das jetzt mal hier ranhalten, ich hatte anfangs erst 45 Grad genommen, aber das wäre dann zu extrem. Ihr könnt natürlich die Gradzahl selber bestimmen, aber ich habe jetzt hier 31,5 Grad. Warum 31,5? Es gibt so ein Raster bei mir in der Säge und dann weiß ich, dass die Gradzahl dann immer exakt stimmt. Das Ganze habe ich mir unten nochmal angezeichnet, 2 Löcher gebohrt und zwar mit dem Bohrsenker. Das heißt, ihr spart euch einen Arbeitsschritt und die ganzen 4 bzw. 6 Pfosten schraube ich jetzt mal an. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir fortfahren, weil genau einen Plan habe ich im Kopf auch noch nicht, wie das Ganze aussehen soll von der Konstruktion. Ich weiß nur, es muss stabil sein. So, die 4 Pfosten stehen, beziehungsweise die 2 anderen habe ich noch hier. Und ich bin nämlich jetzt am Überlegen, wenn ich die jetzt noch platziere, ob das Sinn macht. Sollen wir die mit einbringen? Ja oder nein? Ja, ne? Dann haben wir kleinere Plexiglasplatten nachher. Das Ganze ist, glaube ich, besser zu schneiden oder zu transportieren.
So, jetzt haben wir die Querpfosten, Balken, Lättchen verschraubt. Das Ganze, muss ich sagen, ist recht massiv. Jetzt werde ich gleich nochmal links und rechts eine machen und dann kümmern wir uns schon um die Dachkonstruktion. Übrigens, wer noch auf der Suche nach einer kleinen Kappumgärungssäge ist, im vorigen Video, das werde ich dir hier oben verlinken, falls du es noch nicht gesehen hast, wo ich das Hochbeet baue aus Kunststoffdielen, da habe ich eine im Einsatz und das ist eigentlich meine immer, die ich auf Montagen mitnehme, eine kleine Kappumgärungssäge. Kostenfaktor relativ günstig und ihr habt wirklich eine tolle Säge, die habe ich schon seit knapp ein Jahr im Gebrauch und ich kann euch die wirklich empfehlen, wenn ihr eine Kappumgärungssäge sucht. Wenn ihr eine größere haben wollt, da steht sie, darüber gibt es auch ein extra Video, die Bosch GDL, das werde ich auch mal hier oben verlinken, beziehungsweise es gibt glaube ich 2, 3 Videos. Ich werde euch mal alle weiteren unten in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt werden wir mal die Querträger nochmal fix ausmessen und verschrauben. Querverstrebungen stehen jetzt und jetzt gehen wir in den Dachbereich hinein. Ich habe mir jetzt nochmal 5 Stück zugeschnitten. Ich habe geplant, dass wir hier vorne eine ganz, ganz große Klappe machen zum Öffnen. Hinten wird das komplett fest verschraubt mit Plexiglas. Und ich habe jetzt hier auch wieder 31,5 Grad genommen, genauso wie wir hier auch haben. Das Ganze habe ich jetzt einfach hier stumpf miteinander verschraubt, so dass wir so ein Dreieck haben. Und das Ganze wird dann jetzt so draufgesetzt. Und die andere Seite mache ich jetzt auch, verschraube das Ganze. Und wie ihr sehen könnt, ist das an sich recht einfach. Immer nur schrauben und bohren, ja, und fertig ist das Ganze. Eine sehr, sehr einfache Variante, um so ein Dach zu bauen. Und natürlich auch für jeden Anfänger ein super Einsteigerprojekt. Und das Tolle daran, also finde ich jetzt persönlich, ihr könnt das Ganze auch zu Hause in den Garten bauen. Im heimischen Garten könnt ihr das Ganze nachbauen. Das ist halt, was ich persönlich, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass meine Abonnenten das Ganze immer nachbauen können. So, manchmal ist so eine helfende Hand bzw. so ein zweiter Arbeitstisch ganz hilfreich. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt meine multifunktionale Werkbank komplett ausgereift oder ausgereizt. Und deswegen greife ich jetzt hier auf mein neues Tool zu, mein multifunktionaler Werktisch von Wolfcraft. So, den nutzen wir jetzt, um die Tür zu bauen. Bevor wir aber die Tür bauen, schauen wir uns nochmal die Konstruktion an. Ich habe jetzt nochmal hier eine Querstrebe reingeschraubt, dort auch. Das Ganze dann seitlich wieder verschraubt. Hier nochmal eine Querstrebe, damit das Ganze stabiler ist. Und damit wir die Acrylglasplatten, die später hier drauf kommen, damit wir die nicht in 1 bestellen müssen, sondern etwas kleiner. Ihr könnt das natürlich auch weglassen, aber ich finde das auch viel schöner. Es hat fast so ein bisschen wie vom Fachwerkhaus. Und das Gesamte an sich wird nachher viel, viel stabiler. Und jetzt bauen wir die Tür. Die Tür bauen ist auch ganz, ganz einfach. Ich habe das auch wieder mit dem Undercover-Jig gemacht und das Ganze wird verschraubt. Wobei müsst ihr hier achten, jetzt nicht beim Verschrauben oder doch, dass das Ganze in einem 90-Grad-Winkel ist. Ihr müsst im Grunde, muss das ganze Dach in einem 90-Grad-Winkel sein. Ansonsten passt das nachher nicht mehr mit dem Hochbeet überein und dann werdet ihr euch ärgern. Deswegen müsst ihr ständig den 90-Grad-Winkel immer und immer, immer wieder überprüfen. Ja, ansonsten trägt sich der Fehler weiter und ihr ärgert euch nachher schwarz. Fertig! Fertig gestrichen. Ja, ich habe das Ganze mit Anthrazit gestrichen. Und ich bin mir jetzt ganz unsicher, das Hochbeet an sich ist ja auch schon Anthrazit, ob das Ganze nicht zu dunkel ist. Und dann hätte es vielleicht auch weißen streichen können. Also da sind ja die Geschmäcker unterschiedlich.
Aber ich bin mir ganz sicher, also wenn ich jetzt weiß nehme, über die Jahre wird das Ganze ja auch wieder dunkel und so gräulich und gelblich und verschmutzt ganz schnell. Deswegen ist, glaube ich, Anthrazit die bessere Wahl gewesen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal auf den Boden platzieren und dann bringen wir nochmal 4 Scharniere an. Und das Wichtigste ist jetzt hierbei bei den Scharnieren, ich habe jetzt insgesamt 4 Scharniere hier angebracht. Ihr könnt natürlich auch ein Klavierband nehmen, aber das ist auf der Länge ziemlich unpraktisch, finde ich. Denn dieses Holz, also diese Dachlatten, die verformen sich ja mit der Zeit und da sind 4 einzelne Scharniere viel, viel besser. Ich habe insgesamt jetzt 4 Stück genommen und wenn ihr das Ganze anbringt, müsst ihr natürlich auch vorweg das Ganze vorbohren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bei diesen kleinen Schrauben und bei dieser großen Hebelwirkung kommt es dann ganz schnell dazu, dass das Holz wirklich aufplatzt, wenn da so ein bisschen Spannung drin ist. Und dann empfehle ich euch auch ganz klar, bei einem Gartenprojekt oder einem Projekt, was draußen ist, Edelstahlschrauben und Edelstahlscharniere zu verwenden, damit ihr wirklich lange was an diesem Projekt auch habt. So, funktioniert das Ganze? Sehr schön. Bevor ich dann die Acrylglasplatten festgeschraubt habe, habe ich das Ganze erstmal zur Probe draufgestellt. Und es passt. Also der 90-Grad-Winkel, den ich da ausgerichtet habe, der stimmt schon mal. Fertigen Acrylglasplatten habe ich mir bei Plattenzuschnitt 24 genau auf Maß zuschneiden lassen. Alle Infos dazu findest du direkt unter dem Video verlinkt, sowie auch ein Rabattcode. Ich empfehle euch hier, das Acrylglas vorzubohren. Ganz, ganz wichtig. Darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. So, meine Kleinen, jetzt könnt ihr anfangen zu wachsen. Und bald können wir unsere erste Tomatenfarm aufmachen. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, Teil 1 findest du unten in der Videobeschreibung. Da bauen wir das Hochbeet an sich selber aus WPC-Platten. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da gibt es eine neue Folge von Mr. Handwerk. Und eine ganz, ganz wichtige Frage, da ich ja nicht so wirklich einen grünen Daumen habe. Was würdest du in dein Hochbeet pflanzen? Bis nächste Woche Freitag, euer Mr. Handwerk.